Sascha für Mobile Geeks hier. Ich bin immer noch auf dem LG G2 Launch Event hier in New York und bin gerade in den Vincent von Slashgear bzw. Android Community reingerannt. Der hat endlich ein Phone dabei gehabt, was die ganze Zeit schon mal aus mir wollte. Und zwar ist es das Motorola Moto X Smartphone. Und das ist ein 4.7-inch Gerät, 27p ist die Auflösung, ist basiert auf dem Qualcomm Snapdragon S4 Pro, also Dual-Core 1,7 GHz, hat aber zusätzlich noch zwei Application-Prozessoren, einen für Google Now und den anderen für die Sensoren. Und wie das dann aussieht, das sagt jetzt mal der Vincent, der zeigt mir das mal ganz kurz. Okay, Google Now. Navigate to Sheraton Times Square. Und da könnt ihr das ganz einfach sehen. Also es war jetzt gerade im Standby gewesen und hat im Grunde genommen, rennt Google Now auf diesem zusätzlichen Application Core, braucht ungefähr überhaupt keine Akkulaufzeit und wartet eigentlich darauf, dass ihr direkt mit ihm sprecht. Ansonsten lasst es mal weiter drüber rumschauen. Ich glaube, hinten ist eine 10.1-Megapixel-Kamera. 10.2-Megapixel-Kamera ist hinten eingebaut. Flashlight-LED, auf der Seite haben wir den An- und Ausschalter, die Lautstärkeregelung, hier ein Jack für euer Headset. Und hier packt ihr dann entsprechend eure SIM-Karte rein. Unten haben wir noch einen Micro-USB-Anschluss. What about the camera on the front? 2 Megapixel, 1080. It's a 2-Megapixel Camera und da könnt ihr auch immer noch Full-HD-Videos mit aufnehmen. Ansonsten, das Display gefällt mir extrem gut. Hier läuft Android Jelly Bean 4.2.2 drauf. Man denkt dann nur, 27p nur, aber das sieht alles richtig schön aus. Und obwohl es hier ordentlich am Spiegeln ist, aber ihr seht ganz einfach die Viewing Angles davon, die Blickwinkel, das ist alles richtig gut. Was generell auch noch schön ist, es ist ein richtiger Handschmeichler. Fühlt sich unheimlich gut in der Hand an und wenn man das zum Beispiel vergleicht, mein Smartphone ist ja nach wie vor immer noch das Samsung Galaxy Note 2 und ihr seht, was das für ein Riesenunterschied ist. Ne? 4.7 Inch im Vergleich zu 5.5 Inch. Was ihr auch sehen könnt, 4G läuft hier drauf, also der Vincent hat hier ein LTE-Netzwerk am Start in New York und ansonsten, ja, was soll ich sagen, ein sehr, sehr hübsches Gerät. Für den Vincent ist es der Daily Driver geworden, wie er mir gerade gesagt hat. Und ich könnte mir das auch wirklich vorstellen, wenn das mit der Akkulaufzeit stimmt. So the battery is like 2200. Okay, 2100 mAh Akku. And it's stacked. So it's stacked all the way up to the case. So it's not just a flat, it's stacked okay. up to the case. Okay. That's how they're able to maximize the battery life. Also wie gesagt, das Ganze ist hier wirklich komplett schön verbaut, wird mit einem Lithium-Polymer wahrscheinlich sein, damit das Gerät einfach auch entsprechend dieser Form bauen konnte. Ihr seht, wie das gewölbt ist hier alles und das fasst sich wirklich sehr gut an. Ich würde sogar noch sagen, besser als zum Beispiel das HTC One. Ich sag doch schon, Android Jelly Bean 4.2.2 läuft hier drauf. Sehr, sehr schönes Gerät. Das ist das Motorola Moto X, quick and dirty, hands-on. Ich bin Sascha für Mobile Geeks. Vielen Dank fürs Zusehen. So, was wir natürlich noch beim Hands-on-Video vergessen haben, waren ganz einfach die Gestenfunktionen von dem zweiten Application Core. And Vincent, you're going to show us a little bit about the camera. I'm going to switch on the camera. So let's say it's in my pocket and I want to take a quick picture. A couple of shakes. Camera comes on automatically. Touch the focus and it takes a shot right away for you. You swipe over. All your options are here. HD, you know, you can do HDR, slow-mo, pano, volume. You can even, you know, set it to where the shake will bring it on automatically. The slow motion is really cool because it will shoot in 60 frames per second and it actually records in 30. So there's a slow-mo version. Can you see it okay? Yeah. And then tap to stop. And then basically you can watch it again here in slow motion. In 30 frames per second. That's very cool. And I love it. Extremely clear. Quite amazing. So how accurate is the gesture? Can you just do it right away? Okay. So just from anywhere, any app. Nice. There you go. Camera comes on. I mean, let's say you're surfing the web browser and then just a quick gesture. Like there you go. Two shakes and you're in the camera mode. Fantastic. And then let's say, I mean, the one, you know, you were doing the Google Now earlier. So let's say I'm reading about this hands-on, right? While I'm in here, I can say, okay, Google Now, search for hands-on of the G2. So without even exiting that, I basically got, you know, Google Now to search for me without
even touching the phone. And we are here outside, right, at the Columbus Square. Right, and it's quite loud. Exactly. Fantastic. Thank you so much. No worries.